Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Clash Royale. Jo, wir starten mal wieder rein. Es ist Sonntag, das bedeutet für uns, dass es mehr Sachen im Shop gibt. Aber wir sind ein bisschen pleite, also können wir uns eigentlich auch gar nicht so viel gönnen. Wir könnten uns hier so Elixiersammler gönnen. Problem ist aber, wir sind pleite. Ja, wir haben jetzt auch nicht so geil tun. Ich habe die eine auch nicht geschafft aufzumachen. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Wir gucken ja mal, was an gratis tun vorbeikommt. Was da ja vor allem auch im Geld vorbeikommt. Ja, Feuerball ist in Ordnung. Machen wir hier nochmal. Ja. Naja. Jetzt nicht so die Karten, die ich selber gerne benutze, aber ein paar Karten. Jetzt haben wir schon mal einen Minenwerfer raus. Vielleicht kriegen wir heute ja keinen Minenwerfer mal bei der Kronentruhe. Es wäre mal was ganz Neues, bezweifle ich aber. So, sehr schön. Dann haben wir das auch alles. Wir haben ein bisschen Money und wir könnten uns wirklich den Elixiersammler ein paar holen. Gucken wir mal, wie teuer der wird, bis wie lange wir uns den gönnen können. Wir haben jetzt 9 Stück. Das ist schon mal was. 9 Stück ist schon mal was. Damit können wir schon mal ein bisschen arbeiten. Ja. Hätte ich auch Gift sparen sollen. Wie teuer ist denn Geld? 60 kostet 1000, ne? Ich weiß nicht genau. Wäre schon verlockend, das auf Zeit zu haben. Wäre schon verlockend. Ja, das kostet 1000. Das heißt, wir könnten uns 2 davon holen. Wir machen das auch mal. Einfach mal just for the rules. Ich meine, wir können es uns ja leisten. Und deswegen kaufen wir uns das Gift mal. So, und wie teuer ist das denn jetzt zum Appen? So, 400. Komm, einfach nur, weil wir es können, holen wir uns das hier nochmal. So, haben wir das Gift auch mal upgradet, sehr geil. Bin jetzt zwar nicht so viel, wie ich gerade gesehen habe, aber okay. Hier hat sie auch noch nichts getan. Hier könnten wir wieder um etwas bitten, aber die Frage ist, um was? Ja, es dauert halt echt lange, bis ich die zusammen habe. Aber ich glaube, ich frage einfach um die, weil die brauche ich momentan einfach und ja. Ja, brauche ich halt, ne? Ich kann natürlich auch nachher keinen fragen, was sind auch über 100 Stück, die ich da brauche. Und das dauert halt auch recht lange, bis man das zusammen hat. Deswegen, fragen wir einfach mal nachher keinen. Ich möchte mal gucken, ob Leute die abgeben. Weil ich habe da schon sehr viel abgegeben. Wir gucken einfach mal nach, ob die Leute auch nett sind und die abgeben. Ich meine, müssen sie natürlich nicht, aber einfach mal gucken. So, wir machen den Kampf. Wir starten heute mal mit dem Vollvoll-Deck nochmal. Gucken, wie weit wir damit wieder kommen. Falls das wieder nichts wird, dann wechseln wir auf das Spam-Deck. Falls das wieder nichts wird, haben wir ein Problem. So, er hat auch viel Glück. Da sage ich einmal Dankeschön. So. Na okay, dann hat er echt gut gemacht jetzt hier, da hat er ordentlich was rausgeholt, er kriegt er ordentlich viele Punkte, beziehungsweise hat er gut Damage gemacht am Tower. So. Also so ein Inferno Tower ist echt stark, wenn der allein auf so ein Ding rauf geht, macht er ordentlich Damage, muss man sagen. Aber na gut. Ja, wenn wir jetzt sehen, das war fast alleine das Gift, okay, da haben wir es auf die Skelette ein paar Mal drauf gehauen. Aber ansonsten ist der Damage echt so gut. Oh, Entschuldigung, dass ich gehen muss, aber ich bin noch ein bisschen müde. Neben gerade erst aufgestanden. Und ja, normalerweise stehe ich auf, mache erstmal ein bisschen fertig und so. Und komm ein bisschen runter, sag ich mal. Sondern wir werden ein bisschen wach und dann nehme ich auf. Heute habe ich das einfach mal nicht gemacht. Heute bin ich aufgestanden und habe gesagt, nimm's auf! Ende von Lied ist aber, ich bin mega müde. Also nicht so die beste Entscheidung. Erstmal wach werden ist, glaube ich, das Bessere.
Aber gut. Aber gut. So. So, noch eine Hexe dazu. Eine Hexe kann eigentlich nie schaden. So. Den nochmal dazu. Und dann hoffe ich, dass wir da ein bisschen was reißen können. So, nochmal Gift hin, aber nur weil wir es können. Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht, schade. Aber ist okay. Ist es okay? Oh je, Mine. Das wird hart. Oh je. Zack. Und zack, so. Ich möchte aber eigentlich gerne links durch, weil links haben wir schon mehr Damage gemacht. Das würde sich einfach, glaube ich, mehr rentieren, wenn wir da durchgehen. So. So. Und jetzt nochmal ein Magier. Und ich hoffe, dass wir mit dem Magier da recht gut durchkommen jetzt, damit wir ordentlich Damage machen können. Und den Türmchen mit Glück bekommen. Den Türmchen, das Türmchen, wie auch immer, Türmchen. Das wäre natürlich nice. Aber ob das so einfach funktioniert, das weiß ich leider nicht. Wäre natürlich schön, aber ich bezweifle das ganz ehrlich. Naja. Wir gucken einfach mal. Wir gucken mal, was sich da so Schönes ergibt. Krone K.O. Krone K.O. Er kennt es nicht, er liebt es nicht, wir hassen es alle. Wir kennt es nicht, wir liebt es nicht, wir hassen es alle. Wir kennt es nicht, wer liebt es nicht, wir hassen dies alle. Gutes Spiel, da haben wir auf jeden Fall eine Krone bekommen. Weiß jetzt nicht so die Welt und hat ein bisschen gedauert und ja, ja. War nicht ganz so geil, aber hey. Denkt immer dran, eine Krone ist besser als keine und ich werde mir, glaube ich, mal einen Energy Drink aufmachen, Alter. Viel Glück wünsche ich dir und ich mache mir einen Energy Drink auf. Muss erstmal die Verpackung aufkriegen, Moment. Das da. So, dann hol noch einen Hexiersammler. Und so halt. Einmal Gift auf dem Boden, das sollte irgendwie helfen, bestimmt. Und den packen wir nach hinten, dass er von hinten nach vorne aufräuft. Aufräumt, meine ich. Warum sagt er Danke? Okay, weil das Ding sogar bekommt. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ganz ehrlich nicht. So. Hast du das, wenn man immer nebenbei noch was macht? Kann sich gar nicht so gut auf das Spiel konzentrieren. Verkacke ich meistens. Ich muss euch ins Mikrofon reden, damit man mich verstehen kann. So. Zack. Zack. Okay, das ist jetzt ein bisschen nervig. Aber es sollte so funktionieren. Was ist das denn? Bitte was? Was ist das denn? Hä? Wir müssen nachher mal das Deck von der gucken. Was war das denn bitte? What the fuck? Okay, das wundert mich ein bisschen, was da so abging, aber gut. What? So, die Hexe auf jeden Fall hinterher. So, etwas Gift verteilen und ein Pfeilhagel, dann sollte das da auch gleich alles fertig sein, alles gar und nicht mehr vorhanden. So. So ist sehr, sehr schön. So ist sehr, sehr schön. Zack. Kriegen wir den einen Turm noch? Das wäre natürlich nice, aber ich glaube... Oh, nice. Da haut ja echt ordentlich was raus. Wir müssen versuchen, den umzuhauen.
Ist nicht so einfach. Muss ja ganz ehrlich sein, ist nicht so einfach. Aber wir schaffen das irgendwie. Mit ein bisschen Glück und Verstand schaffen wir das. Und dann sind wir König der Welt. So. Man hat auf jeden Fall sehr starken Druck und so. Das gefällt mir eigentlich. Weil ich kann jetzt nicht wirklich viel ausspielen, um anzugreifen. Ich muss deffen. Aber wenn ich angreifen kann, dann haue ich natürlich richtig zu. Ist ganz klar. Er hat jetzt zu viel Zeit mir gegeben, um anzugreifen. Das ist eigentlich sehr, sehr schlecht gerade gewesen für ihn. Weil, ja. Er hatte genug Elixier und sowas, mich vorzubereiten jetzt. Wobei er echt gut tut, dagegen hält, Alter. Der ist krass, der Gegner, Mann. So. Was ist das hier? Ich verstehe das einfach nicht. Warum und wieso und weshalb die Sachen hier rumfliegen? Gutes Spiel. Was war das? Warum fliegen da immer so Sachen durch die Gegend? Verlauf. Nee, gar nicht. Wo ist der Verlauf? Hier. Ne, hier. Stimmt, hier. Hier kann man übrigens auch Turniere gucken, die letzten und so, was ganz cool ist. Hier, was hat er denn? Was ist das denn? Okay, eine verschüttete Flasche Wut hat einen unschuldigen Baumstamm in einen mächtigen Kampfholz verwandelt. Jetzt schreit er nach Rache und zermalmt alles, was ihm in den Weg kommt. Okay. Okay. Das ist echt eine Karte. Ich dachte, das wäre einfach so ein random Event, was man auf der Karte starten kann, indem man irgendwo draufschreibt oder so wie bei Hearthstone. Aber gut. Ist halt eine Karte, ne? Hallöchen, Sani. Brotherhood. Da haben wir auf jeden Fall viel Glück. Oh, Sani oder Herr, ich weiß es nicht genau. Zack und zack. So, einmal so machen und warten einmal kurz, bis der Bomberman da weg ist, weil ansonsten dauert das Deffen etwas lange. So schön, so ist toll, so muss das, wie wundervoll. So, hat natürlich jetzt mega viel gebracht, dass du da den Feierhagel reinballerst, während dein Schwein schon down ist, aber gut. Ist in Ordnung, habe ich nichts gegen, ne? Ich kann ein bisschen was gegen. So. Wir wollen hier durch. Das zeige ich ihm auch ein bisschen. Indem ich hier richtig ein bisschen Druck mache. Runner! Die Skelettmenschen waren ein bisschen blöd gesetzt, aber okay. Ist in Ordnung. So, ich würde jetzt gerne links weiterhin mit dem Riesen nochmal versuchen durchzukommen. Frage ich mir, was für einer Kombo. Oder ich gehe halt rechts einfach durch. Können wir natürlich auch. So, ich würde gerne Gift vorher dann setzen. Hier so in dem Bereich. Das macht ja auch gut Damage an dem Boden, sag ich mal, beziehungsweise an den Gebäude. Oh, der ist ein bisschen weit hinten gesetzt. Ich wollte eigentlich ein kleines Stückchen weiter nach vorne setzen, den Kollegen. Aber okay. Aber es ist okay, aber es ist okay, es ist okay, es ist okay. So, dann schicken wir da nochmal einen Riesen noch mit hin. Gehen hier nochmal so mit drauf, zack. So, muss ich kurz warten, bis die da drauf Agro haben, damit die nicht meine Hexe dann angreifen. Das ist natürlich ein bisschen wichtig dann. Und jetzt läuft gerade alles so ein bisschen aus den Fugen, muss ich hier ganz ehrlich sein. So, die werde ich zurückpullen, das ist sehr gut. So. Ah, okay, gutes Spiel. Gutes Spiel, hat er sich gut geschlagen. Gutes Spiel.
Hat er gut gemacht. War echt nicht schlecht. Und ich verstehe diese Leute nicht. Der ist schon wieder ein Hurensohn. Ganz ehrlich. Solche Leute müssen ja aber nicht sein. Spam ist einfach sowas von. Ja, das zeigt einfach an, dass man kleine Eier hat. Ganz einfach. Keiner mag Spam, Alter. Warum checkt das denn eigentlich keiner? So. Ich würde gerne den Riese und die Hexe vorschicken. Los der Plan. Umsetzung genauso. Und Frage ist, ob das auch so gut funktioniert. So. Hätte ich gerne noch etwas Gift auf dem Boden. Wäre ja auch nicht schlecht. Damit kann man ja auch so ein bisschen arbeiten, habe ich gehört. Ich habe leider nichts wirklich da zum Deffen. Das ist gerade so ein kleines Problem. Man kann den hier hinsetzen, dass er dann defft, wenn der da rumkommt und so, aber... So. Okay, das war jetzt eher Raced und sowas von meiner Seite her. Er hat auf jeden Fall wesentlich mehr daraus gezogen. Hat mehr Damage gemacht am Haupttower. Aber wir haben beide schon mal eine Krone. Das ist doch schon mal was. Da freut sich doch jeder von beiden ein bisschen. Und dann, nee. Läuft das auf jeden Fall. So. So, so, so. Haben wir da mal ein Gift hin. Mein Gegner war sehr, sehr stark nervt mit seiner Penetration eines Riesens, den er permanent nach vorne schickt. Das ist aber in Ordnung, muss so. Er muss ja Druck machen. Zack, zack, der Riese wird platt gemacht. So. Das muss ich natürlich erstmal wieder warten, wenn ich Elixier habe. War natürlich ein bisschen raced, weil ich sehr viel raushauen musste, gerade zum Deffen wieder. Aber es ist okay. Es ist einfach mal okay, sag ich mal. So, jetzt racet er hier noch ein bisschen was. Das ist auch in Ordnung. So, wir racen auch was. Aber wir racen was im Sinne von, wir pushen damit. Wir pushen damit und er nicht. So, das ist natürlich jetzt ganz gut, dass die beide in dem Gift, in der Giftlache mit sind. Das ist sehr, sehr nice. Gefällt mir. Dadurch können wir da noch ein bisschen mehr rausholen, auf jeden Fall. Wir können da ordentlich Druck machen und wir kriegen vielleicht damit alle Krone, was natürlich sehr, sehr optimal und wunderbar wäre im allerbesten Fall. Ob der allerbeste Fall zutrifft, das sehen wir jetzt gleich. Ich hoffe natürlich und das sieht sehr, sehr gut danach aus. Wundergutes Spiel. Sehr nice. Na, ich glaube nicht, dass du damit 400 Schaden gemacht hättest, ganz ehrlich nicht. Jace. Fallen Angels. Fallen Angels habe ich glaube ich schon mal gehört, habe ich glaube ich schon mal gegen gespielt. Haben wir hier? Okay, dann möchte ich auch haben, ja. Wie gesagt, ich habe einfach nur so zum Test gemacht. Deswegen ist das ja auch nicht so schlimm, kann er gerne haben. Wir starten die nächste Runde. Neue Runde, neue Wandelsfahrt. Adrio oder Adri 020. Viel Glück wünsche ich dir. Na, das finde ich jetzt aber ein bisschen frech hier mit so einem Schweinchen, ne? Ich hoffe, das weißt du, dass das ein bisschen frech ist von deiner Seite her aus, ne? Und finde ich jetzt nicht so nett, ne? Deswegen hauen wir da einen Riesen hin. Und dann wünsche ich dir viel Spaß mit dem. Gucken, wie nett du das jetzt findest, ne? Gucken, wie nett du das jetzt findest. Okay, das ist einfach nie. Finde ich nicht so geil. Wir spielen mal einen Barbaren. Okay. Ist in Ordnung. Zack, zack. Sollten wir so deffen. Da sollten wir nicht so viel rausholen müssen. Und ich würde gerne Leute muten. Gerne würde ich Leute sehr, sehr gerne muten. Weil die ziemlich auf die Eier gehen mit ihren Emotes. Aber gut, das kann man ja nicht, weil die Entwickler das ja nicht wollen. Ist ja okay. Einigermaßen. Nicht wirklich, aber... Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine, Mann. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. So, wir gehen einfach links durch. Wir ignorieren rechte Seite. Auch wenn da gut was down gehen wird jetzt. Aber wir versuchen zu ignorieren. Wir versuchen zu ignorieren, weil wir wollen durch. Wir wollen durchstarten. Wir wollen Power. Wir wollen den Gegner vernichten. Und das geht leider meistens nicht so einfach.
So, hier nochmal ein Pfeilhagel mit hinterher. Das sollte dann die Barbaren auf jeden Fall umhauen. Okay, fast. Aber gut, Damage gemacht haben wir. Das ist sehr geil. So. Zack, zack, zack. Der wird weggedeft. Das ist wunderbar. Wunderbärchen. Wunderbärchen, Popärchen. Das freut mich natürlich sehr. Deswegen hauen wir noch einen Riesen hinterher und hauen den Gegner um. Oh yeah. So. Und so. Würde ich da gerne noch sowas haben. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir wollen den Gegner jetzt hier klatschen gehen. Ob das einfach mal so funktioniert, weiß ich leider nicht. Aber wir sind gut durchgekommen, muss man ja sagen. Wir haben relativ gut gedarft und sind auch gut durchgekommen, also... War schon in einer Art und Weise worth, hat sich gelohnt, auf jeden Fall. So. Kannst du die bitte... Danke. Das dauert immer so lange, bis man manche Einheiten ruft. Ich weiß zwar nicht warum, aber es dauert ab und an. Oh Mann. Pfeilhagel war unnötig, den ich noch gemacht habe am Ende. Aber gut, ich habe Mut und ich lasse mich nicht entmutigen. So. Könnte er mit jedem Piss, könnte er jetzt finishen. So. Und er ist halt auch ein Hurensohn, weil er einfach die ganze Zeit am Spam ist. Diese scheiß Dreckskinder. Ja, was will man da machen? So. Zack, zack, zack. Eight, seven, six, five. Oh, jetzt freut er sich bestimmt, Alter. Ich werde ihm auch jetzt kein gutes Spiel sagen, weil es einfach ein Hurensohn ist und die ganze Zeit am Spam ist. Ein kleines Kitty, ganz normal. Deswegen wollen wir jetzt weiterspielen. Noch eine Runde. Eine Runde fehlt noch. Mit Glück. Wenn wir Pech haben, müssen wir doch noch zwei Runden machen. Oder drei. Mit ganz viel Pech. Oder mit ganz viel Pech noch viel mehr. Oh, einer, der auch viel Glück sagt. Vielen Dank, vielen Dank. Finde ich immer sehr, sehr nett. Ah, ja. Was auch immer jetzt mit ihm los ist. Okay, er hat Probleme im Internet. Ist kacke. Kann ich aber auch nichts dran ändern. Ganz ehrlich, ja, werde ich jetzt nicht so krass drauf aufpassen und sagen, oh nein, du kannst nicht, ist ja blöd und so, miau. Nee. Werde ich nicht machen, da ich daraus mal viel gelernt habe und dann nicht das immer mache. So. Wir wollen hier den riesen Päcker umhauen. Ich habe übrigens letztes auch mal mit dem Deck nochmal gespielt, mit meinem Handy. Und da hatte ich auch mal wieder so ein Deck rausgeholt mit einem Päcker. Und Dankeschön. Und es war schon ganz lustig, mal wieder einen Päcker zu benutzen, weil viele konnten noch gar nicht klar. Also ich bin extra ein bisschen runtergestiegen. Ich bin jetzt Arena 3, glaube ich, damit. Und das ist echt ganz lustig, weil viele damit gar nicht klarkommen mit so einem Päcker-Deck. So. Finde ich ganz lustig. So, ich hätte gerne nochmal einen Riesen. Aber mit Backup. Ein Riese mit Backup. Da kommen die Feuergeister, das ist in Ordnung. Das ist schon mal ein bisschen Backup. Aber ist natürlich auch nicht so der Mega Backup, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Bisschen was, ja, aber nicht so mega viel. Aber wir sollten vielleicht... Ah, okay, nee. Ich wollte gerade sagen, mit Glück schaffen wir dem vielleicht den Tower. Aber haben wir leider nicht geschafft. Schade. Schade, schade, Schokolade. So. Schönes Glättermehl rein, die erstmal alles zerstört hier, so wie es das gehört. Bin im Zerstörungswahn unterwegs hier. Und das ist dann immer nice. Das freut mich sehr, den Gegner nicht, aber ist mir egal. So, er hat den Tower, das ist eigentlich ganz gut. Vielleicht gehen wir auf jeden Fall auf den Kron-K.O. hinaus. Was schon mal nice ist. Das ist sehr, sehr nice. Ich würde eigentlich ungern das dafür racen, aber gut.
So, wir wollen da durch, das ist ganz klar. Wie auch immer, ich frage mich, wie machen wir das da? Ja. Einfach so einen nochmal hinsetzen. Jetzt nochmal eine Hexe. One, Chronico, Chronico. Wer kennt es nicht, wer liebt es nicht, wir hassen es alle. Wer kennt es nicht, wer liebt es nicht, wir hassen es alle. Wer kennt es nicht, wer liebt es nicht, wir hassen es alle. Wer kennt es nicht, wer liebt es nicht, ja, wir hassen es alle. Wer kennt es nicht, wer liebt es nicht. Ja, wir hassen's alle. Wer kennt es nicht? Yo ho, wer liebt es nicht? Yo ho. Wir hassen's alle. Wer kennt es nicht? Wir hassen das. Wir hassen es alle zusammen. Ich versuch's einfach. No risk, no fun. Er wird wahrscheinlich eh gewinnen. Gutes Spiel auf jeden Fall. Ich wollte mal gucken, ob wir 3 Kronen bekommen. Ganz einfach. Willst du sein, nicht auch ein Spammer, Alter? Das wäre so ätzend. Er macht Ups. Ich hoffe, es war für das Spam. Ich hoffe mal, das war für das Spam. So, noch 2 Krönchen, liebe Leute. Dann haben wir es heute auch wieder geschafft. Das wäre doch mal wieder Wunderbärchen. Bei dem warmen Wetter sollte man auch nicht so lange vor dem PC hängen und ein bisschen rausgehen. Und ich selber verpeile das auch immer. Boom, Papa. Hallöchen, Boom, Papa. Viel Glück wünsche ich dir. Ihr merkt auch langsam, ich bin wach. Das ist sehr schön, oder? Schön, oder? Ist das nicht nice? Ist das nicht? Nein? Okay. Dann nicht. Dann halt nicht, du Arschgeschicht. Okay. Sollten wir deffen? Ohne Props? Ja, Bobs. Ja, Bobs. Sollten wir deffen ohne Props? Ja, Bobs. Ja, Bobs. Sollten wir deffen ohne Props? Ja, Bobs. Ja, Bobs. Sollten wir deffen ohne Props, yo, yo, Bobs. Yo, Bobs. Sollten wir deffen ohne Props, yo, yo, Bobs. Yo, Bobs. Okay, Inferno Tower ist sehr, sehr schlecht gegen mein Deck, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir haben die Masse nicht. Wir haben die Klasse, aber nicht die Masse. Und das ist immer das Problem. Wir haben nicht so viel, dass wir da gegen so einen Inferno Tower easy going einfach durchrushen können und sowas. Das ist natürlich blöd, muss ich da ganz ehrlich sagen. Und deswegen macht uns der Inferno Tower immer so ein bisschen fertig. Da ist, glaube ich, der Bombentower eigentlich wesentlich angenehmer gegen uns. Auch wenn wir keine Flugabwehr haben. Aber wir haben den fetten Tank. No, und da hat er wieder ordentlich was geraced, das ist in Ordnung. Ja. Er will natürlich nicht, dass ich einen Elixiersammler habe. Das ist ganz klar und verständlich für ihn. Also, ne, ich verstehe seine Situation da voll und ganz. Aber finde ich halt schon unfair, dass er dann auch noch den Tower mit angreift. Ne? Also, das finde ich jetzt nicht so nett. Da sollten wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Aber okay. So, wir sehen, der haut ordentlich Damage. Aber auf Kleinviech ist er halt nicht so effektiv. Weil Kleinviech macht den einfach fertig. So. Magic. So. Haben wir hier nochmal eine Hexe mit rein? Ich meine, ich könnte links wahrscheinlich durchlaufen. Wäre wahrscheinlich einfacher, aber nö. Machen wir einfach nicht. Ganz einfach, machen wir einfach nicht. Jetzt kommen wir in den Inferno Tower. Ich habe, na, muss ich schon krass damit gerechnet. So, die kleinen Dinger hauen da alle drauf, das ist sehr gut. So, das sollten wir deffen, sehr schön. Sehr, sehr schön. Fireball. So ist nice. Okay, gut. Gutes Spiel, das war's. Ich kann jetzt machen, was ich will. Selbst wenn er nicht deft, ich werde nicht damit durchkommen. Guckt euch das an. Er ist einfach so langsam eine Riese. Es ist einfach over. Gutes Spiel. Dankeschön. Ein netter Gegner, der Boom-Papa. Gefällt mir. Sehr, sehr netter Gegner. So, und fehlen immer noch 2 Krönchen, liebe Leute. Aber irgendwie wollen die heute nicht. Die wollen nicht. Ich weiß zwar nicht warum, aber die wollen einfach nicht. Hallöchen, Stuart 380, ich weiß nicht, wie man dich ausspricht,
Aber ich hoffe mal, dass dies nicht so schlimm ist, wenn ich dies schwarz aussprechen tut. So und so. Zack und zack. Mach dich fertig, schnell im Frack. So, Problem ist natürlich, ich kann jetzt auch nicht wirklich treffen, aber ja auch nicht. So. Ich hoffe einfach mal, dass wir da irgendwie was so noch reißen, dass wir auf jeden Fall auch einen Tower bekommen. Sonst sind wir da schon ziemlich deprimierend und zurückschlagend, auf jeden Fall. Aber gut, wir haben einen Tower bekommen, er hat auch einen, wir sind beide glücklich, jeder hat einen Tower. Und dann sollte das passen. Das ist jetzt sehr gut für uns, weil die sich aufgeteilt haben, muss ich nicht so krass für gegen deffen. Da sollte ich schon ein bisschen deffen, weil das Runner schon ja böse ist, wie wir schon mal kennengelernt haben, ne? So. Ich würde aber eigentlich gerne ein bisschen Lex hier sammeln jetzt hier. Und keinen Stress machen. Ein bisschen chillen, ein Lex hier sammeln, dann freue ich mich auch schon. Aber der Gegner will das nicht. So. Hauen wir mal einen Riesen dahin. Zack. Okay, ich habe gehofft, ich treffe die damit auch noch besser, aber okay. Aber es war okay, wie ich die getroffen habe. Weiß nicht, überdurchschnittlich gut, aber es war okay. So. Ballern wir den Ofen hin, der sollte auch ein bisschen deffen und fertig. Weil ich will eigentlich jetzt mal ein Elixier sammeln und dann nochmal richtig mit einer fetten Streitmacht durchhauen, aber der Gegner will das nicht. Das nervt mich gerade hardcore. Das nervt mich gerade hardcore. Ja, ja. So. Warte, wir den dahin. So, der tankt gut. Das ist sehr, sehr nice. So. Zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Okay, da hat er gut durchgezogen. Da hat er sehr, sehr gut durchgezogen. Er hat alles geopfert und versucht durchzukommen. War nicht schlecht von ihm, wirklich. Der hätte ich einen Feuerball oder sowas gebraucht, damit ich ordentlich deffen kann. Aber es war in Ordnung. Wir haben drei Krönchen und sind einen abgestiegen. Das ist natürlich jetzt nicht so geil, aber ey, das ist jetzt ja. Wir können eine Runde nochmal kurz mit dem Spam-Deck machen. Auch wenn wir jetzt keine Punkte dafür bekommen. Ja, wir gucken mal, vielleicht schaffen wir gerade eine Runde, um das Spam-Deck zu gewinnen, gut. Dass wir eine Arena höher sind, weil dann kriegen wir auch mehr aus den Truhen. Das ist natürlich jetzt zum Ende hin schon ein bisschen kacke, dass wir abgestiegen sind, aber gut. Kann man nichts machen. So. Viel Glück, ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt nette Leute sind, aber ich glaube schon. Ja, ab hier hat das angefangen. Ja. Dachte ich. Viel Glück. Dankeschön. Vielen lieben Dank. So. Zack, zack, zack. Es hat natürlich Leute. Haut ja natürlich ordentlich was raus, ist ganz klar. Er will natürlich jetzt nicht verlieren, ne? Aber. Ne, Kollege, heute nicht. Heute ist nicht dein Tag zu gewinnen. Heute ist mein Tag zu gewinnen. Und es ist mega warm. Liebe Leute, es ist sehr, sehr warm. Und ich habe keine Lust, dass es so warm ist. Ich hätte lieber Lust auf etwas kühleres Wetter. Muss ich hier ganz ehrlich sein. So, eine Hexe. Einmal Barbaren, wir werden jetzt einfach recht straight durch. Mir egal, was er da machen wird. Hexe ist schwächter an, aber ist mir eigentlich relativ. So, ballern wir den da noch hin. Die da hinterher. Und dann sollten wir jetzt gleich ein bisschen Power haben und da das Ding kaputt bekommen. Sehr, sehr schön. Brauchen ein bisschen mehr Power hier hinten, das ist ganz klar. Noch eine Hexe dazu, das wäre wunderbar. Das Elixier sagt einfach na na na. So. Haben wir gut Damage schon mal. Sehr, sehr gut. Ich bin positiv überrascht, dass wir so gut durchgekommen sind. Nicht schlecht. Dankeschön, auf jeden Fall. Also hätte ich es auch nicht gedacht, dass wir so gut durchkommen. Aber ist ja auch kein Problem, ne, für den König hier. Auch wenn der König mit der Hexe spielt. Aber die Hexe ist super, super geil.
So, wir gehen auf jeden Fall auf die Barbaren. Okay, gut. Barbaren hat sich jetzt nicht so sehr rentiert. Zack, wir hauen nochmal das Glettermehl rein. Hauen hier nochmal das da rein. Wir hauen alles rein, was nicht Elite und nagelfest ist. Zack. Wir haben auch noch eine zweite Hexe, das ist gar kein Problem. Wir haben auch welche. Bei uns habt ihr auch im Sommerschuss verkauft. So und so. Einfach alles, was ihr keine Miete zahlt, muss raus. Da hier nichts Miete zahlt, muss alles raus. Alles, was nicht mal rein auf dem Baum ist, gehört hier nach draußen. Wir müssen hier defen bzw. angreifen. Wir müssen eine Attacke machen. Attacke, Attacke, Attacke. Attacke! Wir wollen den Turm holen. Und wir wollen alles tun und gewinnen. Juhu, gutes Spiel. Oh yeah. Spürt ihr den Groove, Mann? Spürt ihr den geilen Groove? So, es fehlt echt nicht mehr viel. Wir werden die mal eben öffnen. Aber wenn das Juwelenverschwendung ist. Oh, Barbaren wieder dazu. Nice. Wenn noch ein Kampf mit dem Spamming machen. Vielleicht gewinnen wir ja nochmal und dann sind wir Platz Arena höher. Das wäre nice. Ja, das wird aber das letzte Duell jetzt sein, denke ich mal. Außer es fehlt gleich nur ein Punkt oder sowas. Das wäre natürlich schon ärgerlich. Aber ich weiß nicht, ob ich da noch eins machen würde. Weil irgendwann muss der Party auch mal zu Ende sein. Nibble Leute, irgendwann muss er auch zu Ende sein. So. Sehr gut. Verlagen hat er raus. Ich habe gehofft, dass er ihn vorher irgendwie raushaut, dass ich mit meinen Fliegenden da durchkomme ohne Probleme. Was sehr, sehr gut geklappt hat, da er vorher schon den Feuerball, Pfeilhagel, meine ich, rausgehauen hat. Sehr, sehr geil. Nice one. Wir kriegen sogar einen Tower. Oh, easy going hier, oder was? Unsere Fliegenden hauen hier einfach komplett durch. Die kennen kein Pardon und hauen einfach alles um. Sehr, sehr geil. Gefällt mir. Nice, nice, plus. Okay, er hat Pfeilhagel. Wir müssen drauf aufpassen. Pfeilhagel, wir müssen versuchen, ihn rauszubaiten, den Pfeilhagel, und dann erst die Lakaien zu rufen. Ansonsten haben wir ein Problem. Weil er hat nichts gegen die Lakaien, wie wir gerade gesehen haben. Oder kaum was. Was mega, mega gut ist. Das bedeutet, wir hauen hier gleich nochmal ein paar Bahnen hin. Und gehen dann nochmal auf das Fass. Und hoffen einfach mal, dass er mit dem Fass versucht, beziehungsweise das Fass wieder komplett wegzublocken mit seinem Pfeilhagel. Es ist mir jetzt egal, ob er da durchgeht oder nicht, weil wir werden jetzt komplett durchrushen. Wir werden jetzt einfach die komplette Base von ihm einnehmen. Ob er jetzt einen Punkt hat oder nicht, ist mir egal. Wir werden die Base einnehmen. Wir werden gewinnen. Wir werden es schaffen. Oh nein, wir werden das doch nicht schaffen. Wir gehen den Kampf verlassen. Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Verdammt! Ich war wieder viel zu übermütig. Fuck! Ich wollte noch eine Krone haben. Wir spielen passiv, wir wollen jetzt eine Krone haben. Ganz einfach. Wir brauchen die Krone eigentlich gar nicht so wirklich. Dankeschön. Bitte. Bitte, bitte. So. Zack, zack, zack. Die ist übrigens auch sehr, sehr stark. Ich will mal überlegen, ob ich so eine auch mal in irgendein Deck reinpacke. Und weiß auch noch nicht genau, welches Deck das denn sein sollte. Weil Decks muss man immer gut überlegen. Muss er natürlich ein starkes Deck sein, weil ein schwaches Deck brauchen wir natürlich nicht, weil mit einem schwachen Deck kann man nichts gewinnen, wenn man weiß. Seitdem man halt diese behinderte schwule Tesla, aber das war jetzt also eine andere Geschichte. Ne? Das ist ja eine andere Geschichte. So, ich würde gerne rüberpullen, das wäre sehr geil. Komm rüber. So. Das bringt halt jetzt nicht so viel mit diesen, weil die sehr schnell sind und agro. Aber ein bisschen bringt es, glaube ich, schon. Und das ist ja die Hauptsache, weil ein bisschen Damage ist besser als kein Damage. Und kein Damage ist schlechter als ein bisschen Damage. Damit wir das auch schon mal geregelt haben, ne, liebe Leute. Habt ihr gut in der Schule aufgepasst? Genau so ist das. Und wenn das nicht so ist, dann habt ihr nicht aufgepasst. Ganz einfach. So ist schön. Ich hoffe, davon wird jetzt keiner getötet. Das ist nice. So. Und. So. Okay, die Feuerwehr haben echt gut gedefft gerade, aber es ist in Ordnung. Wir können da halt das Ding bald umhauen, das ist gut. Er hat zwar jetzt auch schon gut Damage gemacht und so, aber es ist nicht so schlimm. Hält sich alles noch auf jeden Fall in Grenzen. Was da an Damage kam. Ich will eigentlich warten, bis er angreift, weil Deffen ist immer besser als als anzugreifen.
Aber gut, wir haben gleich volle Power an Elixier und sowas, können dann ordentlich was raushauen. Deswegen werden wir anfangen, langsam aber sicher die Einheiten zu rufen. Ganz langsam aber sicher, und den werden wir das schnell umkloppen. Hoffe ich mal. Okay, das ist natürlich jetzt nicht so geil mit so einem Speerwerfern. Beziehungsweise ich möchte jetzt versuchen, auf Ranger das Ding umzuhauen. Frage ist, funktioniert das? Das ist die große Preisfrage. Die große, große Preisfrage. Die packen wir hinten hin. Und ich jetzt nach vorne die packe. Da nochmal was hin. Hier nochmal. Ein paar Bogenschützen dazu. Dann würde ich sagen, wir werfen da hinten einfach mal ein Dings dahin. Ballern da noch was hin. Und da. Und haben 0 Kronen bekommen. Einfach mal 0 Kronen. Genau wie der Gegner. Er will uns einfach nicht durchlassen, finde ich sehr, sehr schade. Ich meine, ich habe nett geklopft, aber er sagt immer, nee, piss dich, Alter. Finde ich sehr, sehr schade, aber okay. Kann man nichts machen, man muss sich natürlich dran halten, ne? Wenn er nicht möchte, dass man reinkommt, ist das in Ordnung. Aber okay. Haben wir wohl die ganze Zeit das Elixier bekommt, um die ganzen Einheiten zu rufen, das ist krass. So. Zack. Gutes Spiel. So, wir verlieren immer mehr. Das ist kacke jetzt hier. Und deswegen werden wir den Part beenden. Auch wenn wir jetzt nicht so viele Punkte bekommen. Wir werden im nächsten Part auf jeden Fall uns wieder hochspielen. Das ist ja ganz klar. Die können wir schon nebenbei öffnen lassen. Und hoch geht's. Power. Gold. Juwelen. Und Speerwerfer. Ist schon mal geil. Leider nur 3. Ja, 4 Hütten. Okay. 38 Skelette brauche ich das nicht unbedingt. Aber ein Blitzzauber. Nicht schlecht. Beschwere mich auf jeden Fall nicht drüber. Ja. So, wir haben ja noch ein bisschen Money über. Wollen wir noch ein paar holen kommen? Wundern wir noch ein paar. Und dann freue ich mich. Ja. Das war's auf jeden Fall mit dem Part Clash Royale für heute. Falls ihr euch gefallen hat, liebe Leute, würde ich mich natürlich über eine Bewertung und einen Kommentar freuen. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer kleiner Tom. Ciao, ciao und bye, bye.